So, okay, also 10 können wir noch. Ja gut, aber immerhin 10. Also dann haben wir noch 11. Okay, wenn wir jetzt. Hallo, mitkommen. Ja, alles rein in die Kiste. Das brauchen wir hier auch nicht mehr. Das ebenso nicht. Das da nicht. Das kann ja auch weg hier. So. Ja, dann holen wir uns noch Rotsteinfackeln. Dann setzen wir nämlich die zwei Laternen hin. Rotsteinfackeln. Da müssen wir sowieso wieder reinlaufen. Wir brauchen ja unten drunter noch zwei von diesen Fackeln. Jeweils eine. Damit diese Lampen auch leuchten. Da aus den Rotsteinfackeln kriegen sie ihre Energie. Diese Rotsteinfackeln, die haben unendlich Energie. Genauso wie die anderen. Die brennen ja auch ständig. Naja, gut, was soll's, ne? Es ist eben ein Spiel. Oh, hier haben wir gleich zwei. Zwei, genau, die brauchen wir. Und da. Bruchstein. Ja, nehmen wir mal das mit und dann. Ja, hier, das da. Und die Stufen. Ja, Stufen, genau. Jetzt spiele ich schon seit. Ja, seit fast 2 Jahren Minecraft. Ich glaube, im März werden es 2. Und weiß immer noch nicht, oder muss immer noch überlegen, ob das jetzt Stufen sind oder Treppen. Aber was soll's. Also gut, machen wir erstmal hier. Ich würde sagen, da. Und da. Einfach so Pi mal Daumen, das ist jetzt nicht abgezählt. Ja, ich will das jetzt auch nicht abzählen. Lassen wir einfach so. Okay, Fackeln drunter. Das geht einfach mal so hier. Ja, packen wir die Erde nachher rein. Oh, da müssen wir also doch jetzt gleich Erde reinpacken. Ah, okay, ich muss mehr Erde holen. Und da muss ich da auch reinspringen. Moment, haben wir hier drin überhaupt Erde? Nee, ich glaube besser draußen. Aber es wird so. Ah, hier, da. Es wird sowieso schon wieder Nacht. Nee, ich will jetzt keine Monster haben. Nö, nix da. Ab ins Bett. So, rein da in die Haya. Da kann ich bei diesen Bildern meditieren. Bis zum nächsten Morgen. So, den haben wir schon. Ach ja, ordentlich frühstücken. So, ah, vielleicht könnte ich mal wieder das Feld abernten. Oh ja, bei dem Feld wollte ich sowieso auch noch was machen. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich das schon erzählt habe. Wir haben ja hier da vorne bei dem Bambus hier, Bambushain, da haben wir ja was drauf gemacht. Ach so, das geht doch einfach so. Ja, auch gut. War gar nicht so tief. Da haben wir ja nach der Idee von Tülsoft so Platten drauf gemacht auf diese Wasserdinger, auf diese Wassergräben. Und das will ich gerne bei dem anderen Feld auch machen. Allerdings will ich da nicht Sandstein nehmen. So, oh, das machen wir doch einfach gleich mal. Wir haben ja wieder jetzt eine Arbeit fertig gemacht. Und zwar will ich da diesen Netherstein nehmen und das mit Netherstein-Ziegel Stufen machen. Genau. Und dazu müssen wir aber erstmal den Netherstein brennen. Deswegen werden wir den jetzt mal in Massen in den Ofen schmeißen. Moment, hier. Oh, Moment mal, Quarz kann ich ja auch gleich mitnehmen. Weil ich nämlich. Ach ja, genau, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Oh, Moment, was haben wir denn hier? Da haben wir ja Quarzblöcke. Auch gut, kann ich brauchen. Ich habe nämlich eine Idee, was ich in diesem letzten Raum mache. Und zwar, oder habe ich das schon angesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, da ist ja schon was drin, guck mal. Ich glaube, wir brauchen auch Kohle. Da ist. Oh. Was wir da auch alles haben. Ich muss mal Kohle nachlegen. So. Ah ne, Moment, das geht einfacher, wenn ich das hier drin mache. Ja. So. Ja, Moment, das kann ja gleich rein. Und Steine hinterher. Okay, so. Da. Ja, da sind schon welche drin. Also, was wollte ich jetzt erzählen? Ein Badezimmer wollte ich da machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt das Badezimmer war. Aber das habe ich noch nicht erzählt, glaube ich. Ich wollte also da ein Badezimmer reinmachen. Und dazu brauche ich diese Quarzdinger, weil das aus Marmor werden soll. Also, ja, es ist dann Quarz, aber es sieht aus wie Marmor. Und deswegen soll es so sein. Okay. Nein, warum geht das jetzt wieder nicht? Naja. Egal, so jetzt und dies und, oh, da ist was drin. Halbieren wir das doch mal.
So, also falls ich doch hier so richtig echten Netherstein haben will und jetzt aber alles zu Netherstein-Ziegeln verbrenne, dann ist das auch egal. Ich muss ja einfach nur in den Nether gehen und direkt vor dem Eingang was abbauen. Was ist das jetzt hier? Ach so, ah, okay. Und dann einfach was abbauen und schon haben wir wieder was. So, das kann ich jetzt hier noch reinstopfen. Und da haben wir Ziegel. Auch gut. Und eine Menge Kohle. Habe ich jetzt noch... Ja, gut. Packen wir das mal rein und das hier dahin. So. Dann will ich mal ausleeren. Diese Truhe da ist auch noch voll. Das... Ah, Moment. Ah, ich habe eine Idee. Gut, dass mir das einfällt. Ich wollte nämlich diese Expeditionskiste hier auflösen. Oder vielmehr versetzen. Und zwar dahin. Moment. Ich brauche ein Schild. Das machen wir jetzt einfach mal. R1 genügt aber. Naja. So, hierhin. Was steht da nochmal? Expeditionskiste. Okay, gut. Also. Trennungsstrich. Kiste. So, fertig. Und da kommt jetzt all das rein hier. Ja, ich habe jetzt allerlei anderes Gerümpel noch hier. Mal die Kohle weg. Ach, Moment mal, ich wollte ja das auch noch ausräumen. Nee, ja, und dann kam ich auf die Idee, dass ich das so erstmal, weil es schneller geht, in eine Kiste packe. Und dann fiel mir ein, dass ich ja eine Kiste da machen wollte. So, aber egal, jetzt räumen wir das eben mal auf. Hier, Lehm, da kommt auch der Ziegel mit dazu. Erde, schmeißen wir die Erde auch mal da rein hier. Okay, diese bauen wir gleich noch ein, wir brauchen die ja sonst nicht. Wo packen wir denn die Netherziegel hin? Ja, die packen wir jetzt erstmal noch in diese Kiste mit rein, zu dem Netherzeug. Die brauchen wir gleich noch dann, aber ja, alles da rein nach. So, jetzt setzen wir erstmal, ach so, das haben wir schon gemacht. Ah, nee, da ist ein Schild dran, also gut. Oh Mann. So, also hier. Das alles raus, kriegen wir das auf einmal mit. Ja, das kriegen wir auf einmal mit. Also jetzt hier rein, das Zeug. Das. Einfach nur so ungeordnet rein damit. Fackeln, das da, das ganze Saatgutzeug hier. So, das war's. Ja, es ist ungeordnet. Kartoffeln. Ja, die sind zum Anpflanzen da, genau. Deshalb sind die roh. Mhm. Jetzt wurden die hier, der Vorrat auch aufgefüllt, aber egal. Was haben wir denn so an Fressalien denn noch hier? Brot, ja, okay, da, aber von Kartoffeln, oh, da ist ja auch noch rohes Zeug. Ja, komm, wir schmeißen das alles mal in den Ofen. Kann doch ruhig mal fertig werden. So, und da sind ja noch mehr. Okay, wozu haben wir die Öfen hier? Lassen wir die doch mal kokeln. Das da, da ist nix. Ja, okay, jetzt habe ich natürlich wieder keine Kohle mit. Ja, ich räume das raus. Da ist Kohle. So, das kann auch wieder halbiert werden. Dann schmeißen wir da mal die Kartoffeln rein. Und da unten kann ich jetzt auch was... Ja, komm, schmeißen wir den ganzen Packen rein. Und die Kartoffeln dazu. Und das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen halbieren. So, für diese Kollegen hier. Oh, da ist ja noch was drin. Ja, auch gut. Aber hier nicht. So, so, so. Und das da schmeiße ich jetzt einfach mal in diese Kiste hier, so. Ja, auch die Kohle, so, zack, 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 zack. Okay, ah, jetzt haben wir das erledigt. Gut, die brennen jetzt mal vor sich hin, da diese Ziegel. Und wir gehen jetzt zum Haus und... Ach, jetzt, da habe ich noch Werkzeug, das soll auch weg hier. Das muss ja noch in die Expeditionskiste. Habe ich jetzt ganz übersehen. So, hier, das da. So, jetzt aber ist alles weg. So, ich kann jetzt noch, ja, im Grunde egal wo, diese 9 Stück hier verbraten. Ja, komm, das machen wir hinten hin, dann sieht das ein bisschen repräsentativer aus. An der Seite sieht man es jetzt sowieso nicht so richtig. Ja, fangen wir mal hier unten an. Ich weiß jetzt nicht, ob die 9 reichen, doch müsste schon, das sind hier 4, dann bleibt einer übrig, ja, genau. Da müssen eben na, oben noch welche in der oberen Reihe.
Das machen wir dann, wenn wir wieder welche haben. Zack, na komm, geh da hin. So, dann haben wir das also auch gleich. Was machen wir denn danach? Machen wir erstmal das fertig. Da fehlen noch 3 Stück. Ja, wir haben noch 4. Zack. Na, los. Zack. So. Und der hier noch. So, aber den einen haben wir jetzt noch. Den setze ich jetzt auch hin. Warum soll ich diesen einen aufheben? So. Alle gesetzt. Und da oben fehlen ja auch noch welche. Also ja, wir brauchen da noch einige. Also das mit diesen Netersteinziegeln, das kriegen wir noch hin. Die brutzeln da noch. Können wir jetzt hier drin noch was machen? Außer... Ach so, genau. Jetzt habe ich natürlich den Marmor wieder vergessen. Ach, naja, egal. Machen wir eben sowas. Ich glaube, das war so hier, oder? Ja. Ich muss das nur vernünftig verteilen. So. 16. Und dann brauche ich... Also ich brauche Quarzblöcke. Okay, gut. Und ich brauche noch mehr Quarzblöcke. Und dann muss ich... wie war das so? Nee. Ah, hier. Ich brauche 2 davon. Also ich habe das ja schon mal vorgebaut. Und ja, genau. Und dann brauche ich diese hier. Richtig. Da mache ich mal... wie viele brauche ich da? 6? Ja, weiß ich nicht. Ach, machen wir einfach mal. Wir haben das Zeug ja da. So, da. Und so, und davon brauche ich 6 Stück. Ja, das sollte genügen. Und dann brauche ich noch 2 Birkenholztüren. Und einen Eimer. Denn fürs Bad brauchen wir auch Wasser. Ich muss nur den Eimer finden und Birkenholztüren. Och. Einen Eimer hatte ich schon mal hier. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der ist. Der muss ja in einer von diesen Kisten sein. Hier ist er doch. Da haben wir den Eimer. Und den ganzen anderen Quarz brauchen wir dann gar nicht mehr. Oh ja, Ranken brauchen wir auch noch. Genau, richtig. Oh ja, und noch was. Blaues Glas brauchen wir dafür auch noch. Für das Fenster. Was suche ich jetzt eigentlich gerade? Weiß ich gar nicht. Egal, fangen wir mal an zu bauen. Ach, die Birkenholztüren. Ja, okay, kommt alles noch. So, jetzt mal hier raus mit dem Boden. Ich fange mal hier an. Da kommen die Türen hin. Und da soll das hier hin. Richtig, und dann brauche ich noch Quarzblock. Genau, das wird dann der Boden vom Becken. Ja, aber diese Stufen hier brauche ich gar nicht. So, das hier soll dahin. Oh, das war's schon. Okay, naja, das wächst dann da runter und macht hier das Ganze ein bisschen dicht. Also ich will diese Lücke da nicht zumachen, weil mir die einfach sehr gut gefällt, aber dann kann man eben ins Badezimmer gucken. Aber egal, dann kann man das eben. So, hier kommt dann das Becken hin. Moment, ich muss hier erst mal den Rand außenrum. Das Holz fällt jetzt einfach ins Wasser. Ja, gut, das ist mir egal. Das ich habe da so viel davon. So, so. Und hier, wo wir... Hat genau gereicht. Okay, auch gut. Hier, wo wir jetzt stehen, da soll dann der Boden hin. Da muss ich aber jetzt noch mit Erde unterlegen. Also mache ich jetzt auf jeden Fall einfach mal. Ich muss nur Erde finden. Wo haben wir denn Erde? Erde, Erde, Erde. Ich könnte auch Kies nehmen oder Sand. Nee, ich will nicht auf Sand bauen. Nö, das ist nicht gut. Hallo Erde. Ach hier, da ist Erde. Und, ja, ich bräuchte... Ja, das... Moment, ich glaube, das kriege ich hin. Ich will jetzt mal erst... schmeiß ich das Holz weg. So. Ach, da kann ich ja sogar alles aufsammeln, wenn ich schon hier unten bin. Warum denn nicht? Nee, die wollen hier nicht. Okay, dann eben nicht. Erstmal wieder ein bisschen Luft holen. Okay, wenn die nicht wollen, dann eben nicht. Aber das war's auch schon. Nee, Moment, was mache ich denn da? Das ist doch verkehrt. So, ich muss ja auch noch die Dinger hier setzen.
Kann ich da jetzt gleich? Ja, das kann ich machen. Die Erde muss wieder weg und da kommen... nee, nicht das Wasser da ausfüllen. Auskippen. So. So. Und jetzt kippe ich mal hier das Wasser rein. Und werde darunter geschwemmt. Okay. Ach so, Moment. Jetzt habe ich dazu gemacht. Ich wollte eigentlich erst noch Wasser rausschöpfen. Egal, dann schöpfe ich das Wasser eben von... Oh, Moment, von da hinten. Mitten in der Nacht, aber das ist mir egal. So. Einmal Wasser schöpfen und gleich wieder rein. Ach, schön, dass ich die Fackeln außen gesetzt habe. Okay, dann wird das Badezimmer ja auch gleich fertig sein. Wie, was, wo? Da soll ja noch mehr. Und jetzt ist alles weg. Okay, ja, dann muss ich nochmal laufen.